Hallo und schönen Sonntag euch allen. Ich habe heute meinen Tag wieder mit Sport gestartet. Ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf mich, wie ich das jetzt die letzten Wochen durchgezogen habe. Also ich hatte Anfang dieser Zeit, wo wir die ganze Zeit nur zu Hause sind, so eine Phase, wo ich glaube ich so 2 Wochen mich gar nicht zum Sport motivieren konnte so richtig. Und jetzt seit 2, 3 Wochen ziehe ich es richtig durch. Also diese Woche habe ich 5-mal, glaube ich, Sport gemacht. Yes, bin richtig happy. Ich fühle mich auch irgendwie direkt so motiviert, auch andere Dinge anzugehen. Aber wenn ich eine längere Zeit keinen Sport mehr mache, dann fühle ich mich direkt so träge und lustlos. Und dann kriege ich auch den ganzen Rest irgendwie nicht so richtig hin. Und deswegen hilft mir der Sport immer ganz gut. Ansonsten will ich den Sonntag eigentlich ziemlich entspannt angehen, außer hier dieses Chaos in diesem Zimmer, was ich mal wieder beseitigen sollte. Ja, und so ein paar organisatorische Sachen für die nächste Woche will ich noch vorbereiten. Aber ansonsten soll das heute mal so ein ganz typischer Sonntag einfach sein, wo man nichts sonst tut. Hört sich gut an, oder? Übrigens, ich wollte noch mal was zu dem Film gestern sagen, weil ich glaube, ein paar haben das zu ernst genommen, dass er Tommy nicht gefallen hat. Und dann habe ich so ganz viele Vorschläge noch bekommen, die Tommy eher gefallen Nein, würden. nein, nein, Das Ding ist, es lag ja nicht mal daran, dass der irgendwie zu kitschig war oder so, weil Tommy würde sich auch eigentlich jeden Liebesfilm mit mir angucken, wenn ich da Bock drauf habe. Aber er ist halt einfach nicht der Typ für Filme, wo viel gesungen und getanzt wird. Also er mag auch grundsätzlich keine Musicals, nur ganz wenige Musicals eigentlich. Na? ja, also keine Musical-Filme. Doch, aber manche schon. The Greatest Showman zum Beispiel mochtest du, Ja, oder? es gibt so ein paar Ausnahmen, die finde ich okay. Ja. Aber weißt du, es gibt Aber auch das ganz Ding ist bei viele. dem Film gestern, da ging halt ein Lied wirklich so gefühlt 10 Minuten. Ja, nicht nur gefühlt, das ging 10 Minuten die ganze Zeit. Das Weißt war halt zu du? viel für Tommys Nerven. Sie braucht mir jetzt auch keine Filme mehr empfehlen, in denen dann vielleicht weniger getanzt und gesungen wird, weil das war's. Das war die eine Chance, in der Tommy einen Bollywood-Film geschaut hat. Du hast es verspielt. Mal aus und man braucht dafür echt nicht viel. Also hauptsächlich halt eben die Cashewnüsse und Basilikum. Ich bin schon echt gespannt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe schon probiert und schmeckt echt ganz gut. Ich habe Vollkorn-Dinkelnudeln genommen, deswegen sind die so braun und habe noch getrocknete Tomaten hinzugegeben. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Einige haben es schon gesehen. Wir schauen die Tribute von Panem. Wir haben heute mit dem ersten Film wieder angefangen und schauen die jetzt mal hintereinander. Also ich habe, glaube ich, alle schon gesehen. Tommy meinte, er hätte nur den ersten geschaut.